Herzlich willkommen zu dem kurzen oder etwas längeren Tutorial rund um das Thema eines Lammgewürz. Ich habe hier einiges vorbereitet. Da ist auch ein wunderbares Lammrack, das es bei mir an Weihnachten gibt, am 24. Da haben wir ein kleines Mörserli, das es übrigens auch in meinem Shop gibt zum Posten. Das ganze Rezept findet ihr bei mir auf der Webseite gesundundgut.ch. Dann haben wir hier noch zum Vakuumieren am Schluss, damit das ganze Gewürz schön rund um das Lammrack umgeht. Dahinter habe ich mein Rezept, das ich dann noch online stelle. Und ich habe hier zum Beispiel, das ist selber getrockneter Rosmarin, schon relativ viel, schon über ein Jahr alt, aber schmeckt immer noch absolut genial nach Rosmarin. Und mit dem füllen wir jetzt mal an. Ich mache das Ganze so ein bisschen Handgelenk mal Pi, was ich eigentlich sehr gerne mache. Dann haben wir den Thymian, wo haben wir ihn? Der ist übrigens auch selber getrocknet. Im Rezept haben wir natürlich ein bisschen mehr als nur das, was da drin ist. Dann haben wir ein bisschen Bohnenkraut. Bio-Qualität von der Morga. Da kommt fast nichts raus. Ja. Übrigens, Handgelenk mal Pi funktioniert immer am besten. Dann ein bisschen Oregano. Oder heisst Oregano. Ja. Dann steht auf dem Rezept noch ein bisschen Knoblauch, aber ich finde, der Knoblauch ist ein bisschen zu intensiv, er gibt ein bisschen zu viel Geschmack ab. Dort vielleicht ein getrockneter Knoblauch oder ein Knoblauchgranulat nehmen. Statt der normalen Knoblauch. Dann haben wir ein bisschen Salbei. Der schmeckt sehr intensiv. Also würde ich hier nur etwa ein, zwei von denen nehmen. Wenn er dann rauskommt. Ja. Ein ganz bisschen Zimt, das kann man auch weglassen. Das gibt dem Ganzen noch einen weihnachtlichen Touch. Dann haben wir Kümmel. Den habe ich da oben noch, glaube ich, irgendwo vergessen. Jawohl, da haben wir einen Kümmel. Ja. Dann ein bisschen Lorbeer, kommt auch noch dazu. Da nehme ich jetzt einfach ein Blatt. Der ist übrigens auch bio und getrocknet. Und den so gut wie möglich, so klein wie möglich zu machen. Ja. Dann gibt es ein bisschen Paprika für Farbe. Dann noch ein paar Nägeli, sagen wir dem in der Schweiz, oder Gewürznelken. Da ist auch, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. 1, 2, 3, je nachdem, wie man es gerne hat. Selbstverständlich ein bisschen Pfeffer. Dann haben wir noch ein bisschen Kreuzkümmel. Kreuzkümmel vor allem auch in der asiatischen Küche. Und da müsst ihr wirklich aufpassen, also es ist dann wirklich nur eine Messerspitze, sonst ist der Geschmack extrem dominant. Dann steht da zwar noch Salz, will ich jetzt aber da ein bisschen eine Marinade machen und das Ganze ein bisschen in dieser Marinade rein tun, Ruhe belassen, 24 Stunden, tut es am Fleisch Wasser entziehen. Und das ist natürlich nicht gut, weil dann wird das Lamm furztrocken und ich habe nicht so gern furztrochenes Lamm. Schnell schauen, ich glaube alles. Ja. Dann haben wir da noch Wacholderbeere. Auch ein relativ markanter Geschmack. Ja, dann hätten wir es eigentlich. So,
weil das jetzt eine Marinade gibt, gehen wir noch ein bisschen. Ich kann Sonnenblumenöl oder so, ich nehme gerne ein bisschen Olivenöl. Oder noch ein bisschen mehr. Und jetzt wird das Ganze mit dem Mörser innen vermörsert. Die ganze Rückgruppe zieht die ganze Pfeffer um, falls die Pfeffer nicht weg. Schmeckt schon gut, vor allem noch Olivenöl. Ein da so ein Beutel. Das da drinnen füllen. So, jetzt haben wir da natürlich ganz viel. Da nochmal ein bisschen nachschütten. So. Und jetzt gebe ich dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Olivenöl. Ich habe jetzt hier mein Standard-Olivenöl, es ist ein griechisches. Das noch ein bisschen verteilen hier. Ja, da haben wir jetzt noch eine ganze Wacholderbeere, so wie es aussieht. Ja. Dann legen wir hier das Lammrack drin. Und jetzt noch ein bisschen teile das ganze Gewürz, dass es auch überall ein bisschen drin hat. Ja. Wenn wir hier alles fertig haben, das Ganze vakuumieren. Und jetzt haben wir hier so ein schön vakuumiertes Lammrack. Und das Lammrack kann man jetzt 24 Stunden im Kühlschrank oder so liegen lassen. Dann könnt ihr die Kräuter schön einziehen. Deswegen tut man es auch vakuumieren, damit es ein bisschen enger dran liegt. Ich tue es einmal im Kühlschrank hin, so noch ein paar Stunden wieder kehren, damit das schön verteilt wird oder eben auch zwischendurch wieder mal ein bisschen massieren. Und dann ist einfach ganz wichtig, wenn ihr das Lammrack rausnehmt, nicht gerade sofort braten, sondern Zimmertemperatur annehmen lassen, damit quasi das Fleisch nicht so erschrickt. Und ganz am Schluss, wenn ihr es angebraten habt, natürlich auch nochmal ein bisschen stehen lassen, damit sich die Säfte beruhigen können. Und dann kann man es anschneiden bzw. hier schön an diesen Knöchel entlang oben abschneiden und dann gibt das ein feines Essen. Ja, das war es von dem Tutorial für ein Lammgewürz. Ich habe jetzt auch nicht so viel von meinem eigenen Gewürz genommen. Einzig der Pfeffer ist von mir, den man kann im Onlineshop bestellen kann. Dann natürlich da den Mörser, den es gibt im Onlineshop. Aber das kommt dann noch. Also die Wacholderbeere sind auch noch geplant, dass die im Onlineshop kommen. Also von dem her gesehen, wünsche ich euch jetzt eine schöne Weihnacht und wer weiß, vielleicht ist es ja auch ein Silvestermenü. Und wenn ihr, ich würde jetzt mal sagen, das lange so für ja, ein, zwei Personen, ich esse das allein. Ich liebe Lamm grundsätzlich und esse das grundsätzlich allein.
Man kann es auch mit zwei Personen essen, das geht auch. Und dazu gibt es dann noch eine Pommes du Chess, die ich selber gemacht habe. In dem Sinn, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und bis bald.